Ja, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge. Ist gerade durchgelaufen, sozusagen frisch fertig. Ich habe derweil ja, eigentlich nur dafür gesorgt, dass soweit alles fertig ist. Rüstung sieht jetzt erstmal so aus. Ja, der eine kleine Punkt, den kann ich leider nicht füllen. Tja, mal gucken, was wir so gegen die Guten jetzt anrichten können. Hallo, greif doch mal an. Wir sind jetzt zum Glück ein bisschen schneller. Bedeutet, die können uns eigentlich gar nichts. Wir müssen uns bloß nicht einkesseln lassen von denen. Dank dem bisschen Chillen, die wir haben, ist die Säure jetzt auch nicht mehr so schlimm. So, die sind weg. Oh Gott, da bin ich in zu viel Säure reingelaufen. Ja, so ist das schon sehr viel angenehmer. So, auf zum, ob der automatisch nachlädt, frage ich mich nur. Ich bin jetzt auf keinen Fall unbesiegbar mit den paar Schildchen, die ich habe. Aber ich werde wenigstens nicht mehr ganz so schnell weggebrutzelt. Ja, er lädt automatisch nach. Das ist ja wunderbar. Da hat noch irgendwas überlebt. Hartnäckiges Viech, du. So, das Gebiet hätten wir schon mal gesichert. Dann arbeiten wir uns weiter nach oben. Ja, und das Nachtsichtgerät macht auch endlich mal seinen Dienst. Das meinte ich, wenn man ein bisschen in der Säure drin steht, ungünstig, dann ist es auch ganz schnell mal vorbei. Jetzt? Nee, noch nicht. Okay, wir brauchen dann noch mal deutlich mehr Munition.
Besorgen wir uns mal gleich. Wir sind ja jetzt deutlich schneller. So, jetzt haben wir endlich mal eine Technologiestufe, wo wir sagen können, ja, yep, jetzt kriegen die ordentlich ins Gesicht. Ach ja, das war. Würde sagen, dann machen wir uns oben auch gleich nochmal ordentlich Luft. Das sind die guten Raketen. Wenn keine mehr gebaut, weil kein Sprengstoff. Warum kein Sprengstoff? Weil zu langsam. Ich verstehe. Also sind das jetzt alle Raketen, die wir besitzen. Ich will mich ja schon mal so mit so einem großen Block da anlegen. Das habe ich irgendwie Lust zu. Hallo. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber Raketen gibt es heute zum halben Preis. Ah, nicht so viele Spucke. Nicht so viele Spucke. Oh, zu viel Säure, zu viel Säure. Wollen es aber auch gerade richtig wissen, ne? Aber es werden weniger. Säure. Ja, es werden Stück für Stück weniger. Puh, das war gerade sehr anstrengend. Uiuiui, das war sehr, sehr, sehr knapp. Waren zum Glück nicht so viele Spucker in der Nähe.
So, auch geklärt. Auf zu den nächsten. So macht Kämpfen echt Spaß. Schön hier geblieben. Und gleich stehe ich ohne Munition da. Das wäre lustig. Und noch haben wir ein bisschen. Und dann kümmern wir uns erstmal gleich um die Absicherung hier, dass die nicht hier sich wieder rein verbreiten. Obwohl ich muss ja echt sagen, die Feuerrate von den Dingen ist auch echt brutal, ne? Also nicht, dass ich mich beschweren möchte. Mal wir vor allem in unserer Power-Rüstung sind erstmal nur ungemottete Sachen da. Also wir werden später noch ein Stück stärker. Die Viecher natürlich auch, aber. So, Sektor geklärt. Dann wollen wir jetzt mal. Zweite Funktion von unserer Power Armor mal ein bisschen nehmen. Also ich will erstmal unten dicht machen, bevor die da wieder reinlaufen. Kurz umentschieden. Ja, meine Drohnen. Nein, nein, hört auf, das zu reparieren. Dicker. Deswegen habe ich sie auch ausgemacht, nicht dass sie den Freitod stürzen, hatte ich jetzt keine Lust drauf. Besten hier eine Mauer. Fließband nehmen wir mal von oben. Landfill können wir gerade nicht so viel herstellen, wie ich gerne hätte. Ne, das ist mir zu doof. Wir holen uns ganz kurz ein bisschen Stein, ein bisschen Mauer aus der Base. Jetzt, wo wir ein bisschen flinker unterwegs sind, geht's ja. Greifarme und sowas haben wir ja alles genug. Mauern können wir noch ein paar vertragen. Und
Schütztürme. Auch nicht so knapp. Sicherheitshalber noch ein paar Greifarme. Hatten wir nicht noch irgendwo ja da? Dann brauchen wir noch Strom. Reparaturroboter, Drohnenhangar. Zum Glück denke ich ein bisschen früher dran. Und wir sind noch nicht unterwegs. Da wollen wir uns mal ordentlich beeilen. Das ist ein Tempo, mit dem kann ich leben. Jetzt machen wir uns hier einmal einen schönen Blueprint. Wie er sein soll. So, dann machen wir jetzt noch ein bisschen Munition hier rein. Das sollte eigentlich eine ganze Weile reichen. Dann holen wir jetzt noch Strom aus der Base für nach da unten. Setzen noch ein Radar hin, das ich vergessen habe. Bauen noch so viele Wifi, so wie wir können. Radar. So, das wird erstmal eine Weile reichen. Dann nichts wie nach oben. So, hier wollten wir ja an der Seite zu machen. Ja, das für reicht's wohl noch. Oh nein, ich hänge. Ah. Doofe Klippen.
Ah, zu viel Säure, viel zu viel Säure. Ui. Schilde. Ja, da haben wir schon wieder mal eine riesen wütende Meute. Ein bisschen ausdünnen. Ah, zu viel Säure. Da greifen wir uns auch an. So viel, wie ihr uns schon geärgert habt. Eisen. Das werden wir uns auf alle Fälle gleich mit snacken. Ganz kurz auf die Map gucken. Das müssen wir uns mitgreifen. Das hilft alles nichts. Schönes 45er Millionen dafür. Hierzu gehen da ganz Knirschstrom vorbei. Wir haben noch doch so viele Raketen. Ist jetzt doof. Versuchen wir es mal mit dem Flammenwerfer. Oh, mit wenig Spuckern geht das eigentlich auch ganz gut. Zielen auf die ist doch gar nicht so einfach. Leer. Haben wir die auch noch bekommen? Gut. Da haben wir jetzt auch noch mal ordentlich aufgeräumt. Gut, dass ich mal auf die Munition geguckt habe, sonst hätten wir gleich ziemlich dumm auf der Wäsche geguckt. Aber naja. Oben fehlen anscheinend Reparaturpakete. Schmeißen wir nochmal 100 rein, passt dann. Und wir wollten uns jetzt nochmal ganz kurz kümmern. Am folgenden Ende. Oh Gott. Um die. Produktion hiervon, die braucht nur Schwefel und Kohle. Ich verstehe. Und Fabriken. Dafür brauchen wir Stahl.
Machen wir mal. Vier sollten ausreichend sein. Es wird leerer, weil wir sehr viel Schwefelsäure verbrauchen für Batterien. Das ist natürlich doof. Ja, wir kümmern uns jetzt da nochmal drum, obwohl eigentlich die Folge am Ende ist. Weil das wird nämlich auch die letzte Folge dieser Aufnahmesession sein. Und dann gerät das sonst in Vergessenheit. Okay, das haben wir mal deutlich erhöht. Zum Glück kann man das auch noch mal ausstellen. Oh oh. Böse. So, jetzt wird das wieder gespeichert. Wird das auch noch mal vernünftig hier raufgepackt. Wir können uns das da jetzt drüben anfordern ohne Probleme. Warum der immer so wenig anfordert, das verstehe ich nicht. Ja, für zwei Zyklen glaube ich, aber Humbug, das kann doch als Zwischenlager fungieren. Finde ich jedenfalls. So, jetzt braucht ihr noch Wasser.
Das sollte sich ja hier irgendwo finden. Jetzt braucht er noch Kohle. Ach, das geht? Lol. Na, also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Passt das eigentlich hier sonst von der Kohleversorgung her? Da habe ich gleich geguckt. Ja, sieht gut aus. Strom sieht auch gut aus, da habe ich noch ein bisschen erweitern lassen. So, Sprengstoff wird jetzt hergestellt. Boah. Neuen Raketen kommen wir nicht so weit. Auch mutig, die nicht zu begrenzen. Ne? Das hätte jetzt sonst wie voll gelaufen sein können, aber okay. Ja, oh Gott, schon wieder so eine lange Folge. Gut, dann verabschiede ich mich. Ja, für das nächste Mal müssen wir die Mauer da bauen. Dass ich das fürs nächste Mal nicht vergesse. Mache ich mir mal eine kleine Gedächtnisstütze. Gut, dann bis zum nächsten Mal in einer neuen Aufnahme.